Hallo bei einer neuen Serie von unserem Spielraum Deckcheck. Wir haben uns überlegt, wir bringen euch Budget-Decks, Legacy-Decks, damit auch die Leute, die nicht so viel Geld in das Spiel investieren können oder wollen, trotzdem noch immer mit sinnvollen Decks mitspielen können. In dieser Serie bei uns Patrick Portele, der Finanzminister, der uns durch diese Budget-Decks führt. Danke, hallo. Beginnen wir gleich das erste Deck, das wir präsentieren. Du spielst das selber oft. Ja, Mono-Rot, also Burn. Ich habe angefangen damals, mein erstes Deck, was ich in die Hand genommen habe, vor an und dazu mal, war ein Mono-Rotes Deck. Ich habe mich darin verliebt und wie ich dann halt schon mehr gespielt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt will ich das im Legacy auch spielen und habe dann ein Mono-Rotes Deck gebaut. Und das stellen wir euch heute mal vor, weil das halt auch recht günstig zum Einsteigen ist und viele Karten kann man halt aus Modern und oder Standard sogar übernehmen. Und die Editions sind halt auch nicht immens, sondern es kommen halt immer alle paar Editionen ein, zwei Karten dazu. Genau, ja. Es ist jetzt nicht so ein Deck, wo du ständig investieren musst. Du hast halt die neueste Karte jetzt bei meinem Deck, ist im Skullcrack. Das war eben jetzt Gatecrash. Ja, das ist auch schon wieder ein bisschen was her. Ja, und das ist auch eine Ankommen, ja. Man kriegt sie ja leicht. Gut, dann beginnen wir gleich nochmal. Sehr lineare Mana Base. 17 Mountains, 2 Barbarian Ring. Genau, ja. Also, es ist halt reines Monorot. Es gibt noch Varianten, da komme ich dann später dazu, die Splash und andere Farben, aber das soll eben die günstigste Variante sein und ich sage auch, es ist sicher nicht deswegen schlechter oder besser, es hat die anderen haben Vor- und Nachteile. Zwei Barbarian Ring, weil du halt, ich will halt nicht unter 19 Länder spielen, denn es ist halt schon problematisch, wenn du dann eine Stadt, also ein Land auf der Starthand hast, was teilweise okay ist mit dem Deck und du dann halt kein zweites nachziehst. Also zwei brauchst du eigentlich immer. Der Barbarian Ring ist halt ein Land, das dir zwar jeden Runde einen Schaden macht, wenn du es verwendest, aber du kannst es halt zum Schluss noch opfern, um zwei Schaden zu schießen. Das sind farblose Schaden. Das kann auch nützlich sein, wenn ihr dagegen irgendwas habt, was eben Schutz vom Monorot hat und du deswegen vorbeikommen möchtest. Gut, dann gehen wir los. Du spielst genau 4 Kreaturen. Genau. Walk Fanatic. Genau, also das ist halt ein bisschen oldschool unter Anführungszeichen. Die Mog Fanatics sind halt, ist für mich eine persönliche Entscheidung, weil entweder spiele ich Kreaturen oder ich spiele keine Kreaturen. Mog Fanatic ist eine Kreatur, aber er ist eine Kreatur, die sich halt opfert und einen Schaden schießt. Das heißt, im Normalfall, der Gegner verwendet auf keinen Removal. Der Gegner wird das Removal gegen mich sogar meistens rausboarden und hat tote Handkarten, was halt perfekt ist. Und der Mog Fanatic ist halt auch gut, weil ich kann ihn halt opfern, um einen Schaden zu schießen, das kann einen Delver abrüsten. Das kann einen Goblin Legi abrüsten, wenn es was relevant ist, oder mal einen Elfen. Das kann auch Dark Confident töten und es kann auch, wenn der Gegner mit einem Betaskal angreifen sollte, wenn es mal so weit kommt, blocken, opfern und er kriegt halt kein Leben. Das sind halt alles relevante Sachen, wo ich sage, der Mog Fanatic ist jetzt momentan für mich die erste Wahl. Es gibt natürlich auch andere, aber dazu später. Gut, dann spielst du das volle Set, ein Mana. 3 Damage Removal? Alles, ja, 3 Damage Removal, alles was für 3 Schaden Damage schießt, ja. Schuss. Genau, das spielt man einfach alles 4-mal, ja. Na gut, das sind 4 Lightning Bolt. Genau. Der Premium Burn Spell. Den spielt man halt immer, wenn er legal ist, ja, und man spielt Rot, spielt man den in Modern halt auch und natürlich auch in Legacy, ja. Dann Chain Lightning? Ja, das ist halt dieselbe Variante in Sorcery, nur Legacy legal. Ja, der Gegner kann theoretisch zurückschießen, wenn er das macht. Passiert eigentlich nie, dann freue ich mich, weil dann schieße ich halt nochmal gratis. Also, ein gratis Schuss mehr. Genau. Dann spielst du 4 Lava Spike. Genau. Auch wieder Sorcery. Aber Sorcery gehen nur auf den Spieler, aber also ist mir egal. Du willst auf den Spieler schießen. In 8 von 10 Fällen. Gut, und das letzte, Rift Bolt. Eigentlich 3 Mana kosten, aber wird suspended. Genau, wird immer suspended im Normalfall, außer ich habe 3 Mana, das sind die letzten 3 Schaden. Deswegen halt auch ein Mana Schuss, ja. Gut, dann geht's weiter. Interessant, du kannst mit deiner Mana-Base leisten, 4 Price of Progress. Genau, Price of Progress ist natürlich auch der Grund, warum man gern Mono bleibt, weil gerade im Legacy, es gibt kaum Mono-Color-Decks. Jeder spielt, der sich leisten kann und möchte, die Dual-Länder. Das heißt, die Mana-Base ist meist 2- oder 3-färbig und die Decks brauchen die Karten auch. Das heißt, wenn ich den spiele, macht er im Normalfall immer 4 Schaden, teilweise 6 bis zu 8 Schaden. Und das ist halt für 2 Mana Gold wert. Kann ja ein Finisher sein. Das ist oft ein Finisher, ja. Gut, dann eine interessante Wahl, die wahrscheinlich nicht jedes Deck so spielt. Incinerate? Genau. Incinerate spiele ich halt noch 2 Stück, früher mal 4. In der Zwischenzeit gibt es halt Alternativen. Für mich bleibt er jetzt drinnen über andere Karten, weil ich eben teilweise auch auf eine Kreatur schießen will, weil es halt auch ein Instant ist.
Ja, und weil halt am flexibelsten ist von den 2 Mana 3 Schadenschüssen, ja. Oldschool-Feeling bringt auch mit ein bisschen. Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich spiele schon sehr lange so und ich habe es natürlich immer wieder angepasst und ein paar Dinge sind halt bitten geblieben von früher. Gut, jetzt kommen wir zu der Karte, wo wir vorher geredet haben, die neueste Edition beim Deck, Skullcrack. Ist der Live-Gain so relevant? Also ich habe eine Zeit sogar 3 und 4 gespielt davon, momentan nur noch 2. Beta Skull ist halt eine Katastrophe. Ja? Also du kannst natürlich immer verhindern, also du kannst oft verhindern, dass Beta Skull früh ins Spiel kommt, indem du einfach den Stoneforge Mystic abschießt. Wenn nicht und er fängt an Live-Leben zu bekommen, dann bist du verstorben mit dem Deck. Ja? Das heißt, das ist dann einmal diesen hier und dieser. Genau, also du kannst 4 Leben, wenn er 4 Leben kriegt, einmal, dann kannst du das schon negieren und auch dagegen noch gewinnen. Wenn er 8, 12 Leben bekommt, dann ist es halt vorbei. Und da ist das Skullcrack schon gut und die das ist halt auch wieder ein 2-Mana 3 Schadenschuss. Das heißt, das ist jetzt nicht so gut wie ein Mana, aber das Beste, was man halt zu fügen hat. Gut, dann kommen wir zu einem 2-Mana 2 Schaden Spell. Ja. Magma Jet, jetzt auch in Deros reprinted. Genau, ja. Erklär kurz, warum Magma Jet das Scryen? Genau, das Scryen. Also 2 Schaden ist halt genau super für Stoneforge Mystic, das reicht mir da. Also Magma Jet spiele ich fast nie auf dem Spieler, sondern immer auf irgendeine Kreatur, die mich gerade nervt oder die, wo ich halt die Angst habe, dass sie Potenzial hat, das Spiel so zu verlängern, dass ich es nicht mehr gewinnen kann. Und das Scry 2 ist halt relevant, weil wenn ich halt schon mal 2 Länder habe oder halt vielleicht das dritte sogar noch in der Hand habe, dann möchte ich halt das runterscryen und möchte halt ein bisschen Manipulation haben. Und ja, wie gesagt, früher waren das auch mal 4. Vielleicht ist es sogar zu schlecht in der Zwischenzeit, weil 2 Damage ist halt sehr unterdurchschnittlich für das Deck, was halt immer 3 Schaden machen will. Ich bleibe noch dran, weil ich das Scry gut genug empfinde, aber es ist grenzwertig. Also es wäre eine der ersten Karten, die wahrscheinlich fallen würde, ja. Gut, dann spielst du einen einzelnen Sulfuric Vortex. Genau, ja. Das ist im Endeffekt wie ein Skullcrack, nur halt ein bisschen besser und ein bisschen teurer. Dir stören die 2 Schaden nicht. Das ist auch so dieser One-Off-Slot, der halt oft was anderes wird, eben das dritte Skullcrack oder halt mehr Incinerate oder wie auch immer. Momentan halt das, weil ja, es sind halt konstante Schaden und auf 3 Mana kommst du meistens. Und wenn du es halt mal nicht kommst, ist es halt eine tote Handkarte, aber dann hast du so viele andere Burn-Spells, dass du eh bis dahin gewonnen hast. Gut, dann gehen wir weiter in Riders Road. Auch eine relativ interessante Wahl, sieht man nicht so oft. Nein. Brobeat. Ja, Brobeat macht halt entweder, der Gegner kann sich das aussuchen, deswegen sagen viele gute Spieler, das ist keine Karte, die man spielen darf, weil in dem Moment, wo der Gegner sich das aussuchen kann, nimmt er immer das, was für einen selber schlechter ist. Brobeat ist halt die Wahl, entweder nimmt er 5 Schaden oder lässt mich 3 Karten ziehen. Das Problem ist, egal was er macht, es ist für ihn die schlechte Wahl. Nein, das sind fast immer 5 Schaden, oder? Nicht immer. Oft lasst er mich auch die 3 Karten ziehen. Und es ist teilweise sogar so, dass wenn er mich die 3 Karten ziehen lässt, ich mehr als 5 Schaden ziehe. Genau, auf das. Aber halt Zeit brauche. Mhm. Weil ich halt Entmanner tappen muss, um halt einen Schaden zu schießen. Und das Mana muss ich haben und so weiter. Das heißt, das passiert dann halt auch erst im nächsten Zug. Ich spiele das gern halt wirklich, wenn möglich, Land, Schuss irgendwas, Land, Brobeat, dann ziehe ich. Dann habe ich noch 3 Handkarten, das heißt, mir Handkarten geben ist eigentlich schlecht, ist eigentlich egal, weil ich habe noch welche. 5 Damage nehmen ist aber auch schlecht, weil er hat wahrscheinlich schon 6 bis 9 Damage genommen. Plus Fetchen. Plus irgendwas. Es ist oft eine Karte, die ihm keine richtige Wahl lässt. Und es ist eine Pet-Karte. Von mir auch habe ich es nicht gern. Ich mag dieses Flavor total gern, dass du dem Gegner eine Wahl lässt, die trotzdem schlecht ist. Und ja, aber natürlich ist es auch eine Karte, die viele Pro-Player sagen, nein. Ganz geil, Finger weg davon. Und im Modern, wo es halt auch legal wäre, würde ich sie auch nie spielen. Weil da ist halt die 5 Schaden nehmen fast immer die bessere Wahl. Gut, und dann komplettieren wir das Main Deck mit 2 Flamebreak. Mhm. Ja, ist halt ein Mass Removal, der dem Gegner noch 3 Schaden macht. 3 Damage, also 3 Mana für 3 Schaden ist jetzt nicht das, was man wirklich will. Wird auch oft rausgebordet. Aber gerade wenn man spielt gegen ein breit gefächertes Feld, wo halt eben auch sowas sein kann wie Mehrfolk, Goblins, Elfen wird halt die Zeit lang viel gespielt worden, weil es ein gutes Combo-Deck ist. Lingering Souls vielleicht. Lingering Souls vielleicht, oder Dark Confidence. Oder eben auch Geist of Sandcraft, den ich halt auch damit wegmachen kann. Dann bin ich natürlich voll dabei. Seit neuestem auch Trune Nemesis. Dem ist das illegal. Da muss ich mich jetzt nochmal korrigieren, weil wir haben noch 4 Karten, die dürfen nicht außer Acht lassen. 4 Fireblast. Genau. Fireblast, 6 Mana, 4 Schaden auf Spieler oder Kreatur, aber die Alternativkosten sind eben 2 Gebirge opfern und das macht man halt immer nur so. Und es ist halt oft so, dass ich dann im dritten, vierten, fünften Zug, wie es halt gerade rennt, schieße ich wieder noch 2 Schaden, 3 Schaden mit dem Spruch, 3 Schaden mit dem Spruch
und dann opfere ich die und mache 10 Schaden in einem Zug. Und 10 Schaden in einem Zug heißt halt oft, dass ich Turn 3 schon gewinnen kann. Weil ich mache halt 3, dann mache ich nochmal 3, dann mache ich nochmal 3, das sind schon 9, dann hat er einmal gefetcht und dann mache ich im letzten Zug einfach 10 und dann ist er Turn 3 tot. Und das ist halt auch die Stärke des Decks. Na, machen wir das später. Das ist halt dann schon eher die Spieltipps in Richtung, wie man spielt. Gut, schauen wir uns dein Sideboard an. Vielleicht machen wir die Karte gleich direkt durch. Mhm. Zwei Tormod-Script, nicht unrelevant. Genau, also Graveyard Hate ist halt immer irgendwie wichtig. Es gibt genug Decks, die damit interagieren. Am besten natürlich gegen Dredge. Gegen Dredge ist man mit dem Deck ohnehin schon ein bisschen besser aufgestellt als viele andere, weil man eben den Mob Fanatic spielt und den opfern kann, wann immer man möchte, um die Brücken eben zu entfernen. Und damit zwei Tormod-Script, wenn man einen davon zieht, hat man meistens genug Zeit, um ihn einfach totzuschießen. Weil das Deck ist jetzt nicht so schnell. Ja, und sonst halt gegen Reanimator, teilweise gegen Storm, wenn sie irgendwas mit dem Friedhof aufführen wollen. Also es hat schon viele Möglichkeiten und es ist halt so eine Catch-All-Karte, genauso wie die nächste. Bisschen Needle, ja. Genau. Da spiele ich halt nur eine, weil gegen was bringt das wirklich, aber sie ist halt gegen viel gut genug, dass man sie dann doch bringt, das One-Off. Aber nicht so, dass man sagt, ich will 2-3 Slots für meinen Zeit. Genau, vor allem, du willst nie so viel rausgeben, dass du einfach dann viele Karten hast, denen die keinen Schaden machen, weil dann du bist in Wirklichkeit ein Combo-Deck. Das ist bei Mono-Rot, hört sich das ein bisschen komisch an, aber deine Combo ist einfach, möglichst schnell 20 Schaden zu machen. Am besten mit deiner Starthand, vielleicht auch mit den ersten zwei Drawsteps. Und wenn dann meine Starthand und meine Drawsteps lauter Karten sind, die keinen Schaden machen, dann ist halt so, als würdest du eine Combo halt halber draus nehmen aus einem Combo-Deck und das ist halt auch nicht gut. Als nächstes kommt, du hast drei deiner Slots dem Artefakt-Hate zugesprochen. Das ist einmal ein Shattering Spree und zwei Smash to Smithereens. Genau. Warum genau die Aufteilung? Smash to Smithereens ist mehr Shattering Spree, weil es eben 3 Schaden macht. Und das kann durchaus relevant sein, weil ich will halt Schaden machen. Shattering Spree noch oben drauf, weil ich eben die Replicate-Sachen haben kann, die ihn dazu zwingen, wenn er countern könnte, dass er es mehrfach countert, was dann oft nicht möglich ist. Ist natürlich gegen Betaskull gut, ist gegen Urbit Samasita gut, ist gegen die meisten Schwerter ganz gut, die da halt raushüpfen können, kann gegen so Sachen wie mehrfach gut sein, die eben Etherweil haben, wo dann irgendwas rausspringt. Death in Texas vielleicht. Death in Texas. Es hat halt viele Anwendungsmöglichkeiten, Artefakte sind halt immer wieder gut. Man kann sogar, wenn man meint, es ist nötig, gegen Storm bringen, um halt zu sagen, okay, du opferst jetzt den Lotus Petal oder dein Chromox ist jetzt weg, auch wenn du es gar nicht brauchst. Da würde man zwar keine Schaden machen wahrscheinlich, weil er wird es halt opfern, aber ja, dafür ist er wieder halt langsamer. Die nächsten 4 Slots sind 4 Counter. Genau, ja. Und zwar, du counterst blaue Sachen oder zerstörst blaue Permanents. Genau. Ja, Red Elemental Blast und Pyroblast. Der Split primär deswegen, weil ich mit Pyroblast auch nicht blaue Spells und nicht blaue Permanents targeten kann. Und das kann teilweise relevant sein. Ist es oft nicht. Man könnte auch nur Red Elemental Blast spielen. Es ist so, dass man halt, also vielen Legacy ist blau. Force of Will Decks halt, Counterbalance ist eine Katastrophe für das Deck, muss man jetzt ehrlich sagen, weil du spielst halt viel 1-2 Mana Spells und wenn der halt Counterbalance aufdeckt und dann vielleicht noch Top hat, dann wird halt immer für 1 Mana Counter, solange er Top nicht hat, kannst du dich halt noch wehren. Auch Shattering Spree und Smash of Smith, das kann man gegen Top wirklich bringen, einfach um ihn zu zwingen, dass es halt aktiviert und dann andere Interaktionen bringen. Damit du die Schaden nochmal durchbringst. Und genau, ja. Deswegen muss man die haben. Eine Alternative dazu, das nehme ich jetzt vorweg, das machen einige andere, die spielen halt Vexen Shasha. Das ist diese 2-Mana-Kreatur, wo man 1 zahlen kann und dann werden Sprüche uncounterbar. Das ist die Alternative, dass man die 3-4 Mal spielt. Ich persönlich, da ich halt keine Kreaturen spiele, spiele ich auch die nicht. Ist wahrscheinlich auch Mana-intensiver. Sie ist auch Mana-intensiver natürlich, weil sie halt 2 kostet. Gegen die blaue Decks geht es meistens eh länger, da wird es dann wieder gehen, aber auf der anderen Seite will ich den blauen Decks nicht so viel Zeit geben. Ist eine Frage. Es gibt viele Alternativen, über die noch gesprochen wird und das ist halt eine auch davon, ja. Gut, dann haben wir noch 3 Snaring Bridge, mit denen du kreaturlastigen Decks wahrscheinlich ziemlich auf die Nerven gehen kannst. Genau, also primär natürlich so alles, was dicke Kreaturen im Spiel schummeln möchte, sei es jetzt über einen Friedhof oder halt über Show and Tell oder über was auch immer. Er legt seine dicke Kreatur, ich lege meinen Snaring Bridge mit Show and Tell und ja, wir schauen uns an und ich gewinne trotzdem, weil ich ihn einfach nur tot schieße. Kann auch gegen Elfen gut sein, wenn der mit der Combo gewinnen will, weil alle seine Elfen werden dann dicker und dann können sie alle nicht mehr angreifen. Ist eine
Allround-Karte, die auch mal einen Tarmogoyf dazu bringt, dass er nicht mehr angreift. Was halt eben Legacy jetzt nicht mehr so relevant ist wie früher, weil halt Tarmogoyf gar nicht mehr die Kreatur der ersten Wahl ist. Aber ja, wenn ich mir dazu ein paar Züge verkaufen kann, dann ist er meistens schon tot. Ja. Gut, und die letzten zwei Karten sind deine Mass Removal? Ja, neben dem Flamebreak genau zwei Pyroklassen. Selbe Argumentation, nur halt billiger. Ja. Sie machen halt keinen Schaden auf dem Spieler, deswegen dürfen sie nicht im Hintergrund sein, aber dafür sind sie halt billiger und deswegen sind sie wahrscheinlich auch wieder Elfen, Meervolk, genau. Elfen, Meervolk, Lingering Souls. Alles, wo halt zwei Damage, was einen Unterschied machen kann und wo halt so viele Kreaturen sind, dass ein Burn-Spell nicht eh schon reichen würde, den ich hier habe im Deck. Gut, bevor wir dann noch zu den vielen Alternativen, kommen, über die wir noch reden, ganz kurzer Umriss, relativ lineares Deck oder sehr lineares Deck? Ja, natürlich. Also ich meine, das Ziel ist 3 in dein Gesicht, ja, in welcher Form auch immer. Es ist so, dass man es sehr schnell lernt, natürlich. Es ist ganz offensichtlich, was man macht. Man tappt sein Mana, schießt 3 Schaden, vorzugshalber so, dass der Gegner nicht darauf reagieren kann. Instant halt im gegnerischen Zug und so weiter. Das ist Basis-Magic. Wenn man es viel spielt, kann man, und halt sich ein bisschen auskennt, kann man einfach Prozent rausholen, die einen Unterschied machen. Ja. Ich bin oft belächelt worden, wenn ich Mono-Rot spiele, weil es halt nicht als nicht skill-intensives Deck gilt. Und die Leute sind dann verwundert, wenn ich halt die Matchups gewinne, die eigentlich schlecht sein sollten. Wenn man viel spielt, einfach weiß, wie interagiere ich wo, und das ist halt der Unterschied. Das ist aber mit jedem Deck so, und auch Mono-Rot, auch wenn es linear ist, belohnt dich, wenn du es wirklich kannst. Und wenn du es lang spielst, wahrscheinlich. Natürlich, das ist meistens Hand in Hand gehend, ja. Gut, also wie wir schon gesagt haben, ein Budget-Deck kann man sich schnell zusammenholen, das heißt auch für Legacy-Einsteiger empfehlenswert. Genau, ja. Also wer schon mal Modern gespielt hat, gerade wer, also viele, sag ich mal, die vom Küchentisch anfangen mehr zu spielen, haben ja oft einen großen Kartenpool, weil sie halt nicht auf was geachtet haben, sind dann oft mit Legacy-legalen Decks schon da, und aber zu schlecht, um halt kompetitiv mitzuspielen. Und das ist halt das Deck, wo man meistens dann die Lightning Bolts hat man vielleicht und die Magma Jets hat man wahrscheinlich auch und den Sinrit hat man vielleicht auch von irgendeinem Freund mal gekriegt oder so, und das kann man sich zusammenstoppeln, und die Karten sind fast nur Commons und Uncommons. Nicht die günstigsten Commons und Uncommons, weil sie halt doch viel gespielt werden immer wieder, aber halt in einem ganz anderen Bereich als ein normales Legacy Deck, wo ich allein für die Mana Base meine 1000 Euro hinlegen muss, und das passiert da halt einfach nie. Ja. Günstige Mana Base. Das ist dann wahrscheinlich so eine günstige Mana Base, genau. Gut, dann gehen wir vielleicht gleich direkt zu den alternativen Choices über. Gut, wie gesagt, wir sprechen kurz über die Alternativen oder etwas länger wahrscheinlich. Du spielst Creatureless. Nehme als erstes die relevanten Kreaturen her, die du in deinem Bild spielen könntest, wenn du auf Kreaturen zurückgreifen würdest. Mhm. Die erste Kreatur, über die wir sprechen, auch aus dem neuen Deos-Blog, Eidolon of the Great Revel. Genau, ja, die wird halt jetzt viel im Standard gespielt, wird auch im Modern gespielt und würde sich auch für ein Legacy-Deck anbieten. Ja. Also im Endeffekt wie Peristatic Pillar, das hat man früher im Sideboard gespielt, aber auch im Sideboard gespielt. Es macht eben dasselbe, wenn jemand einen Spruch spielt, der 3 oder weniger Mana-Kosten hat, macht 2 Schaden. Nur in dem Moment, wo es eine Kreatur ist, spiele ich es halt klein 2, der Gegner muss es entweder wegmachen, das macht ihm 2 Schaden, das ist gut, oder er macht es nicht weg und ich greife an und das macht ihm auch 2 Schaden. Insofern ist es natürlich viel besser als Peristatic Pillar, und es wäre natürlich, wenn man jetzt nicht Monorot Burn spielt, sondern RDW, also Red Deck Wings, und halt Kreaturen spielt, wäre das auf jeden Fall eine Mintic-Kreatur. Auch im Sideboard wäre sie für Man Burn relevant, weil man davon ausgeht, dass er im zweiten Spiel wahrscheinlich eh kaum noch Creature Removal drin hat, weil ich kaum Creatures habe. Also glaubt er zumindest. Das nächste wird auch oft gespielt in Modern, Grim Lavamancer. Genau, Grim Lavamancer ist halt auch genau für das Creature-Build. Das ist halt, wenn die Spieler länger dauern. Ja, ich würde halt auch nicht 4 davon spielen, 2 bis 3 maximal, weil du füllst deinen Friedhof an, aber das Aktivieren und so, das dauert halt alles. Das ist der Unterschied. Die RDW-Decks spielen ein bisschen länger grundsätzlich, weil sie halt mit den Kreaturen langsamer den Schaden machen, dafür macht sie ihn konstanter. Und das ist halt auch der Vorteil gegenüber von Burn. Ja, das ist, muss man abwägen, ist auch eine persönliche Choice, wie man das haben will. Gut, die nächste Karte aus dem Innistrad-Block, Vexing Devil. Genau, Vexing Devil wird in Modern gespielt, teilweise, oft auch, also eigentlich oft. In Legacy wird er auch ab und zu gespielt, und ich würde ganz vehement davon abraten. Wirklich. Vexing Devil ist einfach genauso wie Probit, eine Karte, die den Gegner vor eine Wahl stellt
und er kann effektiv die bessere Wahl treffen. Das heißt, wenn er das Removal hat, wird er ihn aufs Feld lassen und wenn er einen theoretischen Life-Gain hat, wird er wahrscheinlich... Genau, und wenn er halt nicht das Removal hat, dann nimmt er halt die 4 Schaden. Das ist natürlich gut, ein Mana 4 Schaden ist besser als alle anderen Spells. Aber wenn jemand so einen Lightning Ball hat, das Wards the Blowsure oder was auch immer, ist der Wechsellevel. Ist er halt, spiele ich für ein Mana eine tote Karte und aktiviere sein Removal. Und das will ich halt nicht. Gut, dann reden wir über die nächste Karte. Goblin Guide wird im Rug gespielt in Legacy und in Modern so oder so. Genau, und ist auch in dem Moment, wo man halt sagt, man spielt mit Kreaturen, fliegt der Mog Fanatic raus. Ich habe auch eine Zeit lang statt Mog Fanatic einfach Goblin Guide gespielt, weil er natürlich mehr Schaden macht. Ja? Ich spiele in Turn 1, er macht 2 Schaden, ich spiele, er macht wahrscheinlich 4 Schaden. Also man kann rechnen, dass er im Durchschnitt mindestens 4 Schaden macht. Das ist natürlich wesentlich besser als jetzt der Mog Fanatic, der oft nur 2-3 macht. Ja? Der Mog Fanatic hat andere Vorteile, die habe ich eh schon erwähnt. In dem Moment, wo ich sage, ich spiele Kreaturen, spiele ich 4 Goblin Guide, spiele ich 4 Eidolon, spiele ich 2-3 Grim Lavamancer. Und dann ist halt die Frage, ob ich Kreaturen spielen möchte, diese typischen Haste-Kreaturen, die 3 Schaden machen und dann sterben für 2 Mana. Ich würde davon abraten, weil unsere Spells sind alle besser, wie man möchte. Es ist ja auch günstiger, also weil es halt 1 Mana kosten. Ja, das ist halt eine persönliche Choice dann, wie man das Deck bauen möchte und auch was man da vielleicht am Kartenpool selber schon hat. Gut, und vorher die letzte Kreatur, über die wir reden. Vexing Shasha. Genau, habe ich erwähnt, die ist halt eine Sideboard-Karte, im Main-Deck würde ich die nie spielen, ist halt uncounterbar und kann deine Sprüche auch uncounterbar machen. Ja, im Sideboard halt die Alternative zu Red Elemental Blast und Pyroblast. Gut, was dann als nächstes? Flame Rift schießt 4 Damage. Genau, ich habe früher oft Flame Rift gespielt und oft habe ich das damit Draws produziert. Was sich jetzt ein bisschen komisch anhört, aber es macht halt 4 Schaden auf alle Spieler, das heißt auch auf mich selber. Und oft ist es so, gerade wenn ich gegen einen Deckspieler selber aggressiv ist, wir sind in einer Race-Situation, ich will seine Kreatur nicht abschießen, weil das bringt mich eigentlich zurück. Oft kann ich es auch gar nicht effizient. Und dann mache ich Flame Rift, er macht vielleicht noch einen Bolt, ich bin auf 4, er ist auf 4 und wir sind tot. Ja, es ist für die hyperaggressive Variante ist es eigentlich besser, zumindest besser als zum Beispiel Incinerate, was nur 3 Schaden macht. Oder vielleicht auch besseres Probit, wenn man das gar nicht möchte. Ich persönlich mag es einfach nicht. Ich möchte mir selber keinen Schaden machen in einem Deck, wo ich die ganze Zeit kalkuliere, wie viel Schaden kann ich nehmen, um mir Zeit zu kaufen, um den Gegner tot zu schießen. Und da nehme ich mir einfach selber einen Zug, weil das sind halt 4 Schaden. Das ist halt viel. Also, wenn ich jetzt greife ein bisschen vor, das Deck oder die Art, das Deck zu spielen, sind halt viele Personal Choices auch dabei. Es ist auch, wie will ich spielen und was erwarte ich, was mein Metagame ist natürlich auch. Ja. Erwarte ich mehr aggressive Decks, dann würde ich Flamelift nicht spielen. Ja. Erwarte ich mehr kontrolllastige Decks, dann kann man Flamelift spielen, weil die machen mir eh keinen Schaden. Ja. Und wenn sie mal so weit sind, dass sie Schaden machen, will ich schneller Schaden machen. Und es kostet auch weniger Mana, es kostet halt 2 Mana als jetzt Probit mit 3. Ja, es ist eine Entscheidung, die man persönlich treffen muss und auch der Spielstil abhängig ist. Man kann auch Monorot, so komisch es sich anhört, defensiv spielen. Ja? Ich schieße die Kreatur ab, ich schieße die Kreatur ab, ich schieße die Kreatur ab, ich greife mit meinen Goblin Guides an oder mit meinen Eidolon, gerade wenn ich halt RDW bin und nicht Burn, dann kann man das auch so spielen. Wenn man Burn ist, dann in dem Moment, wo man auf eine Kreatur anfängt, musst du schießen, muss es ein wichtiger Grund sein oder man verliert. Oder man ist im Verlieren sozusagen und versucht hier noch zu retten. Gut, dann kommen wir zu den nächsten Karten. Searing Blaze, interessante Karte. Ist eine mögliche Main-Deck-Choice, sowohl für RDW als auch für Burn, weil ich halt eben diesen Kompromiss habe, ich kann eine Kreatur abschießen und ich kann dich abschießen. Ich spiele es deswegen nicht, weil ich halt die Mono-Rot-Variante habe, ohne Fetch-Länder und so weiter. Mit Fetch-Länder wird es halt viel besser und ich mit 19 Ländern, das ist eh schon relativ viel für Mono-Rot, man kann auch 18 teilweise spielen und ohne Fetch-Länder könnte man es wahrscheinlich noch akzeptieren. Aber es wird, glaube ich, erst interessant mit Fetchland. Und deswegen spiele ich es halt nicht. Mit einer anderen Variante könnte man das dann spielen, ja, genau. Dann haben wir Searing Blood, auch wieder aus dem Deros-Blog, wahrscheinlich im kreaturenlastigeren Metagame. Genau, ja. Normal. Er ist halt mit 2 Schaden, ist halt perfekt für eben für den Stoneforge Mystic und auch perfekt noch für Delver of Secrets. Deathrite Shaman. Also ich kann halt viele Kreaturen abschießen, mache den Gegner 3 Schaden. Ich brauche kein Land, das ins Spiel kommt. Es ist ein Instant, es ist immer relevant sozusagen. Ich brauche aber vom Gegner eine Kreatur, die stirbt, damit ich 3 Schaden mache. Und das ist mir persönlich zu konditionell, dass ich es immer spielen möchte. Und wenn ich spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch nur 2 davon spielen. Sicher gerne 4. Also auf jeden Fall eine Sideboard-Karte, die man bedenken kann auf jeden Fall. Und man teilweise auch Main-Deck spielen kann, ja natürlich.
Gut, und das letzte, was wir besprechen, Bump in the Night. Genau, jetzt. Wir fallen jetzt komplett aus der roten Farbe raus. Wir fallen jetzt nicht raus. Wir sind jetzt halt das Deck, was Fetchlander spielt. Wahrscheinlich 8 Stück. Irgendwelche, die halt auf Rot fetchen. Wahrscheinlich Bloodstained Mire, damit wir auch auf Schwarz fetchen können. Wir spielen Fix Searing Blaze, weil es dann auf einmal gut wird. Wirklich gut. Wir spielen Bump in the Night 4-mal, weil es halt ein Mana-Schuss ist sozusagen. Und wir spielen wahrscheinlich jetzt auch Tyrant's Choice. Tyrant's Choice ist eine ganz neue Karte, das Conspiracy, die eben die Wahl ist, ob der Gegner, also ob wir alle beide eine Kreatur opfern oder ob jeder Gegner, also jeder Opponent 4 Leben verliert. Wenn die Wahl aber unentschieden ist, verliert jeder Opponent 4 Leben. Das heißt, ich werde immer sagen, er verliert 4 Leben und damit verliert er 4 Leben, Punkt. Und damit ist es das bessere Flame Rift. Weil ich nur er verliert die 4 Leben für 2 Mana, das ist halt super, und wenn ich schwarz spiele, sind das halt die 2 Hauptgründe dafür. Das heißt, du würdest dann, wie viele schwarze Länder würdest du dann spielen in dem Bild? 2, 3 maximal. Also halt Duals, ja, ich meine, man kann natürlich dich dann auch mit Schockländern behelfen, aber wenn man es halt, wenn man die Duals hat, würde ich 2 maximal 3 Duals spielen, weil man will ja auch nicht, man will eigentlich nur 1 haben. Weil ich will noch immer Price of Progress spielen und ich will mir halt nicht selber 4 Schaden reinwürgen, sondern maximal 2. Das war unser erster Teil von unserer neuen Magic Budget Series mit unserem Finanzminister Patrick Bordele. Gerade hier würde man gerne wissen von euch, wie gefällt euch die Series, soll man das weiter forcieren, in welche Formate soll man forcieren, welche Decks würdet ihr gerne sehen, welche Decks sollen wir uns für euch anschauen, vielleicht teure Decks, die man billiger gestalten könnt, also Wünsche und Anregungen wie immer auf unserem YouTube-Channel, auf Facebook, per E-Mail an den Spielraum, wie ihr möchtet. Dann bis zum nächsten Mal. Gerne, ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.